Willkommen zurück hier bei Hyrule Warriors Zeit der Verheerung. Ich habe mir gedacht, ich mache genauso wie bei Skyward Sword. Das war eine reife Leistung. Das stimmt. Auch ein Stundenparts. Einfach nur, weil wir so langsam mal fertig werden müssen. Und wir haben ein Dankeschön erhalten. Okay, wie weit sind wir durch? Anscheinend noch keine 50%. Okay, naja, was soll's. Ja, wir müssen so langsam mal fertig werden hiermit. Da ja auch immer wieder neue Spiele dazukommen, die ich dann let's playen möchte. Gerade neue Spiele, aber ich habe eben auch noch eine Liste von Spielen, die ich gerne zocken würde. Und ja, das ist dann natürlich schwierig, wenn immer wieder was Neues kommt und ich dann so weit hinterher bin. Dann werde ich nämlich nie fertig. Also muss ich mich jetzt mal so langsam ranhalten. Unsere Ladezeiten habe ich habe ich so null vermisst einfach. Es ist unfassbar, ey. So, jetzt geht's aber los. Ein Blitzwächter? Au. Oh mein Gott, was zum Teufel ist das jetzt schon wieder? Ein Blitzwächter, Alter. By the way, wie kann ich eigentlich nochmal abwehren? Kann ich ja jetzt eben. Mit ZL und dann. Ich glaube mit ZL und dann. Aua. Au, au, au. Z. Hallo, lass mich doch mal kurz. Mit ZL. Ich weiß es nicht. Mit ZL und dann Y. Nur ich verkack die ganze Zeit. Verkack die ganze Zeit. Wenigstens habe ich da jetzt. Ja, okay. Ich bin mega schlecht. Ich bin richtig scheiße geworden. Ich bin richtig, richtig scheiße geworden. Das ist unfassbar. Jawohl. Den habe ich aber wenigstens getroffen. Okay, nice. Good job, Link. Aber ich glaube, ja, gerade wenn ich so weitermache, werde ich das nicht hinbekommen hier. Mach doch. Achso, ich hatte das nicht ready. Hä, was zum Teufel? Ja, okay, ich bin fast down. Nur mal als Erklärung, was gerade passiert ist. Ich habe Stasis gedrückt und er hat später, als ich es dann nicht mehr gebraucht habe, hat er das Stasis dann erst aktiviert. Scheiße. Ja, komm, machen wir neu. Ist in Ordnung. Ist komplett in Ordnung. So, zack. Und nee, er ist noch nicht down, okay. Ah, scheiße.
Aber das hätte ich jetzt auch nicht erwartet, muss ich sagen. Aber jetzt ist er down, oder? Ja, 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 schön. Bullshit. Den zweiten nicht hinbekommen, aber nicht schlimm. Machen wir den einfach, wollte ich sagen. Aber ich bin gerade zu blöd dafür. Warum denn? Ich bin zu dumm dafür. Ich bin zu dumm. Ich weiß nicht, warum ich das nicht hinbekomme. Ohne Witz. Wenn es leuchtet, einfach Y drücken. Hallo? Link? So. Geht doch. So. Und dann ist er auf jeden Fall schon mal weg. Zack. Ich kriege es nicht hin. Mann, das ist so schmerzhaft, ey, ehrlich. Außerdem finde ich es lame, dass man dann da keinen Schaden bekommt. Weil wenn man verkackt, sollte man dafür auch bestraft werden. So, geht doch, meine Fresse. Gut, war eigentlich kein Akt. Nur ich bin halt einfach raus aus dem Game. Ein Blitz, oh, so, ja, okay. Auch noch. Okay, komm. Ja, komm, schön. Machen wir ihm wenigstens die Hälfte der Balken weg. Okay, er hampelt da jetzt ein bisschen rum, das juckt uns aber nicht. Geben ihm trotzdem aufs Maul, auch wenn ich das Stasis ein bisschen verkackt habe, vom Timing her. Und jetzt ist das Timing aber da, war zwar nicht wirklich gut, aber es war noch im Rahmen auf jeden Fall. So. Wahrscheinlich eins von drei. Und jetzt... Das hat richtig wehgetan. Okay, schön, Link. Noch einmal. Ja, juckt mich jetzt nicht. So. Das war's für dich, mein Freund. Also, für das Leben. Wir müssen natürlich noch einmal, ist klar. Aber das war auch schon schön. Oh, das war jetzt eigentlich free. Da muss man auch schnell reagieren, ne? Da muss man richtig schnell reagieren. Fast genauso wie hier, aber hier ist es nochmal humaner. Jawohl, schön. Schön Risiko gegangen. Nochmal mit dem Hochwirbeln was rausholen können und da ist er down. Auch noch. Ja, ich habe keinen... Ja, ich habe mich zu scheiße angestellt eben.
Was tust du, Link? Okay. Ich werde es wahrscheinlich sowieso verkacken, aber trotzdem hat mich das gerade ein bisschen abgefuckt, dass er da... Das, Oh nein. Okay, zum Teufel, was war das? Komm, mach mal kurz das Ding da weg. Ich will ihn jetzt nicht anvisieren, ich will hier jetzt nach Sachen suchen. Vielleicht gibt's ja noch... Nein, man kann sich hier nicht healen. Na gut. Dann ist das so. Aber er scheint irgendwie auch der leichteste Gegner zu sein von den Flüchen. Also wer weiß, vielleicht will das hier noch ein Foto-Finish. Und ich krieg's noch hin. Okay, wenn er so einen Scheiß macht, ne? Nein! Wir machen aber nochmal neu. Jawohl. Schön, Link. Oh. Ja gut, das war unnötig. So, Schmetterangriff. Ach komm, ey. Okay, der ist down. Ich krieg's schon wieder nicht hin, aber wenigstens kriegen wir keinen Damage. Ich weiß, ich habe eben noch darüber rumgeholt, ne? Zu leicht, aber gut. Wenn man so scheiße ist wie ich, dann ist das natürlich besser, wenn man das wenigstens abwehren kann. Okay. Wahrscheinlich würde ich es auch richtig kacke finden, wenn ich das nicht let's playen würde hier. Aber fürs Let's Play ist es natürlich angenehmer, wenn es dann etwas lieber etwas leichter anstatt zu schwer ist. Aus zeitlichen Gründen halt, ne? So, zack. Ich hab schon wieder hier nicht diese scheiß Sachen hier gemutet. Das kann's echt nicht sein. Ja, toll, jetzt kriege ich da noch eine Nachricht. Ey, das... ist echt unfassbar. Obwohl ich den Leuten sage, yo, bitte nicht über WhatsApp schreiben, wenn ich auf fucking Discord online bin. Hm, was machen sie? Lass erstmal über WhatsApp anschreiben. Ja klar, warum nicht? Warum nicht? Meine Fresse. Warum soll... Ach, scheiße. Link, hör auf mit dem Quatsch. Dieses Hochspringen finde ich richtig zum Kotzen.
Okay, nice. Ich dachte, ich schaff's nicht mehr, ihm sein erstes Leben abzuziehen, aber doch. Ging. Oh. Nein, nicht diese Attacke, Mann. So ein Scheiß. Es ist so zum Kotzen. Link, bitte renn vor ihm weg. Wenn ich das drücke. Moment mal, wenn ich mich jetzt hier von ihm besiegen lasse, kann ich dann bei ihm nochmal starten? Das hätte ich nämlich jetzt gerne. Danke. Erneut versuchen. Gut. Komm, mach nochmal neu. Mach direkt nochmal neu. Wenn er mit so einer Scheiße beginnt. Ich bin einfach zu scheiße für das Spiel. Als dass es irgendwie schwierig sein dürfte, weißt du? So. Beziehungsweise, was heißt so scheiße? Woher soll man denn wissen, dass er mit so einer... Okay. Na ja, dann mach halt nochmal. Ich find's aber auch kacke, dass man nicht so neu starten kann. Weil wenn man sich so denkt, ja komm, das wird sowieso nix. Warum kann man nicht einfach irgendwie hier unter Minus und dann da Überschlacht abbrechen, dann nochmal neu starten? Warum geht das nicht? So. Okay, schön. Gut. Und erstes Leben weg. Haben wir eigentlich immer noch nichts zu fressen? Nee. Okay. Schön. Nicht so viel wollen. Gut. Ja, gerade noch so, aber es reicht. So, Schmetterangriff reindrücken. Schön ausgewichen, Link. Jetzt wird's aber was, komm. Wo ich aber immer noch mega Schiss vor habe, ist diese, oh, haben wir noch nicht ab, okay. Ist diese Quest mit Sidon. Die haben wir ja auch noch offen, ne? Leider. Und ja, die wird auch noch richtig krass. Ich weiß gerade nicht genau, was ich tun soll. Okay. So. Jetzt brauche ich natürlich nochmal ein Modul. Oder er macht das. Ja, okay. Ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt schon habe. Nein, noch nicht.
Das war krank. Das war richtig krank. Ich wollte eigentlich ganz normal wegrennen. Aber er hat das als Ausweichen gewertet. Kannst du ihn bitte anvisieren? Danke. So. Und jetzt können wir unsere ganze Kraft in ihn reinböllern. Au, au, au. Nein, nein. Ach, Mann. Man kann da nichts mehr machen, wenn man einmal davon getroffen wird. Und natürlich habe ich jetzt zu früh... Gesonias, wollte ich fast schon sagen. Gestasist. Ist natürlich richtig fetter Garbage. Aber gut, wir haben erst unter 3 Herzen verloren. Das geht noch voll klar. Komm, mach hin. Okay, schön. Ja, nice. Nur noch 2 Balken. Und dieses Mal macht er auch nicht das mit den Klonen. Oder kommt das erst hier nach der Phase? So, werden es gleich herausfinden. Echt, so weit bin ich gekommen. Okay, es ist interessant. Und man kann, während man die Bomben benutzt, anscheinend auch nicht getroffen werden. Ah, Alter. Komm, machen wir mal die Spezialattacke. Was jetzt nicht unbedingt ganz so geil war. Aber wir haben auf jeden Fall das dritte Leben. 3 von 4 ist gut. Und wir haben hier halt noch diesen Stab, den ich direkt benutzen werde. Oh, scheiße. Ja, ja, ja. Jetzt haben wir ihn aber. Jetzt haben wir ihn. Und... tschüss. Meine Fresse. Das war was. Das war richtig was. Holy shit, ey. Schaden durch Attackennagel, okay. Ich finde, da sollte irgendwie plus 20% oder so drauf sein und nicht plus 7%. Materialien bei Suche mit Sensor plus 15%? Das kriegen wir auf ihr. Ja, toll. Das hätte ich eigentlich lieber auf Link gehabt, ne? Weil ich glaube, beim Sensor kann man alles einstellen oder nur das, was man... nur das, was man für Missionen braucht. Wie gesagt, ich glaube, man kann da alles einstellen, was man will. Ich muss mal schauen. Also das lässt sich, denke ich, auch echt gut dann zum Farmen verwenden. Und was ist das hier jetzt schon wieder? Spezialtraining, Eis und Blitz. Ja, ich weiß nicht. Wollte eigentlich das hier machen. Wir machen erstmal dieses. Andererseits, wenn ich jetzt da schon so lange für die Aufgabe mit Link gebraucht habe, dann
Dann werde ich wahrscheinlich hier ziemlich reinscheißen. Also ebenfalls ziemlich reinscheißen und ja, mal schauen. Ich habe Sidon auf Stufe 70 gebufft, weil diese Mission extrem schwer war, für mich zumindest. Und mal schauen, wie ich mich jetzt hier so anstelle. Ich muss mich auf jeden Fall hart konzentrieren, also es könnte sein, dass ich dann viel weniger rede oder dass manche Sätze einfach keinen Sinn ergeben, die ich von mir gebe. Also schon mal sorry dafür. Let's go. Es könnte natürlich auch länger dauern. Weil ich mich natürlich darauf konzentrieren muss, hier keinen Treffer einzustecken. Und deswegen, um eben keinen Treffer einzustecken, werde ich... Oh. Wo geht's lang? Müssen wir alle besiegen? Schon, ne? Ah. Werde ich hier die Spezialdinger verwenden? Die Module. Ah, yo. Stasis bringt bei ihm nichts. Das hätte ich fast wieder vergessen. Und Stasis gedrückt. Also immer darauf achten. Stasis nicht bei ihm benutzen. Da hier lieber diesen Wassertornado. Der bringt um einiges mehr. So. Hier kann man Stasis benutzen. Aber sonst, wenn die da diese Balken haben, Stasis nicht benutzen. Weil ihr habt gesehen, er macht nur einmal so einen Schlag und das war's. Ihr könnt nicht mehr angreifen. Gut. Alles klar. Jetzt hier durch. Vielleicht sollten wir umgehen. Ich weiß nicht, ob man das machen muss. Ob er dann stärker ist vorher. Aber er kommt ja sowieso hinterher dazu. Also weiß ich nicht, ob das wirklich so intelligent ist, ihm dann da tatsächlich aus dem Weg zu gehen. So. Oh, da ist noch so ein kleines Vieh. Wo ist der Leune? Der ist da unten. Ich würde es kurz probieren. Was zum Teufel? Hallo? Oh, was soll die Scheiße? Ich hasse das Bombenmodul so hart von Sidon. Das ist unfassbar scheiße, ey. Das kann es echt nicht sein. Okay, wir müssen anscheinend hier unten kämpfen. Nee, es bringt einfach nichts. Ja, komm, klopp mich weg. Ich glaube, er ist viel stärker. Wenn man ihn eigentlich umgehen sollte. Also in diesem Zustand ist er wahrscheinlich viel stärker. Zumindest habe ich so das Gefühl. Es kann ja nicht sein, dass er so viel Damage macht. Auf Level 70, obwohl die Mission für Level 43 bestimmt ist. Oder empfohlen wird. Wie auch immer.
Oder haben die sich da mit Sidon vertan oder mit der Mission vertan? Es kann natürlich auch sein, dass Sidon einfach ein bisschen zu schwach geraten ist. Zumindest glaube ich nicht, dass ich so kacke bin im Game. Mit Link geht ja alles. Das funktioniert wunderbar. Da sind die Level, beziehungsweise die Mission, wenn da steht Level 43, dann funktioniert das echt gut. Dann ist der, die Mission ist dann zwar ein bisschen schwieriger, aber es ist alles im Rahmen. So. Vielleicht muss ich aber auch wieder die Schwierigkeit runterstellen. Weil ich habe es ja auf schwer hochgestellt, weil ich so dachte, ja, ist zu leicht. Aber wenn ich das hier so sehe, schwer vielleicht dann doch zu schwierig. Zumindest fürs Let's Play. Vielleicht würde ich es, wenn ich es privat spielen würde, obwohl, nee, sehr schwer, ist ein bisschen übertrieben. Aber ich denke, wenn ich es privat spielen würde, würde ich es auch auf schwer spielen. Einfach nur, weil, ja, damit es halt schwieriger ist. Aber so jetzt im Let's Play ist es, glaube ich, echt ziemlich kacke. Komm, noch ein Hit. Meine Fresse, Sidon. Kann's auch wohl nicht sein. Dass er sich dann so quer stellt. Ja, es ist mir gerade egal. Ah, sorry, Leute. Und da habe ich mich treffen lassen, okay. Aber egal. Ah ja, komm. Jetzt haben wir aber nochmal die Möglichkeit dazu. Ja, so in etwa sieht man. So. Und nochmal. Nochmal das ganze Spielchen. So, genau das will ich. Genau diesen starken Angriff will ich und nicht, dass er dann irgendwie einfach nur darum hampelt. Wie ein Blöder. Bis zum Teufel. Ja, komm, dann schmeiß dich halt hin. Mann. Nicht, dass ihr denkt, ich drücke nicht X, ne? Ich drücke X. Ich drücke X und dann ZR. So wie es auch sein sollte. Nur Sidon hat irgendwie keinen Bock. Der denkt sich so, nö. Lass das jetzt einfach mal nicht machen, diesen starken Angriff. So. Genau so. Das war zwar kacke, weil das nicht der Wassertornado war, aber immerhin hat das dieses Mal gemacht. Komm schon, jawohl. Da ist er down. Okay. Ja, nee, noch nicht. Erstmal können wir ja weiter, das stimmt, aber wir haben es garantiert noch nicht geschafft. Ja, außer zwei Leunen, Sidon. Außer zwei Leunen. So. Okay. Ich wollte es gerade mal austesten. 1, 2, 3, 4. Und dann kann man hier diesen Wassertornado machen. Der ist sehr hilfreich, weil ich glaube, der hilft einem auch dabei,
diese Balken wegzumachen. Das ist quasi der Stasis-Ersatz für sie dann. Aua. Klar, stürmt er direkt auf mich zu. Ist klar. Zurückweichen. Jawohl. Schönes Ding. Au. Jetzt konnte ich das nicht machen. Ach, Mann, ey. Warum konnte ich denn jetzt nicht den Tornado machen? Ich hätte ihn halt fast gehabt, nur dann hat er es unterbrochen. Der scheiß Leune. Direkt hier dran stellen. Jawohl. Okay. Ja, komm, geh zurück. Ja, kein Risiko eingehen, alles gut. Alles gut, komm. Kriegen wir hin. Und der Tornado? Nicht der Tornado? Hä? Ich dachte, der Tornado wäre da jetzt dabei. Naja, okay. Jetzt aber der Schmetterangriff. Und der starke Angriff, komm. Wir werden uns auf jeden Fall jetzt auf den einen Leuen erstmal konzentrieren, der fast down ist. Nein, nein, Sidon, was machst du? Ja, komm, ey, das ist so eine Scheiße. Mit den zwei beschissenen Leunen. Ja, ich bin fast down. Der Leune ist fast weg. So, jetzt ist er weg. Und wir können uns auf den zweiten konzentrieren. Jawohl, schönes Ding. Schön ausgewichen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass man nur eine Bombe benutzen muss. Und wenn die trifft, dann kann man sich darauf konzentrieren, ihm da ins Maul zu, aufs Maul zu geben. So, ganz genau, schön. Und der Tornado. Da zurückspringen. Nein, ah, bisschen zu spät B gedrückt. Können wir das nochmal probieren? Haben wir ihn? Haben wir? Nein. Wir starten hier. Ist das dein Ernst? Ja, okay. Ich denke, ich werde aber in nächster Zeit wieder öfters Hyrule Warriors bringen, also alles kein Problem. Falls ihr euch jetzt so denkt, ja, komm, ist das schon wieder nur ein Part, wo nicht wirklich was passiert. Ja, gut, stimmt zwar, aber ist nicht so schlimm. Wie gesagt, nächster Zeit kommt wieder öfter Hyrule Warriors und dann
kommen wir wieder ein bisschen weiter mit dem Spiel. So, wie lange sind wir jetzt im Part? Mal kurz schauen. Okay, wir haben noch 20 Minuten. Das ist jetzt echt schade, dass ich am Ende nochmal so geownt wurde. Sieh dann bitte. Okay, so, wunderbar. Ja, das ist halt echt schade, dass ich am Ende nochmal so geownt wurde, weil ich war halt schon fast durch, ne? Mit dem ersten. Und dann sind einfach beide aufeinander gekommen, haben beide gleichzeitig angegriffen. Und ja, das ist dann natürlich gewesen. Schöner Ausweicher. Scheiße. Das wollte ich nicht drücken, logischerweise. Ah, Mann, ey. Bullshit. Das brechen wir ja ab. Da habe ich nämlich keinen Bock drauf. Vielleicht muss man sich auch beeilen. Bevor der zweite Leune kommt. Ja, nee. Nee, das ist nicht möglich. Das ist nicht möglich. Wo ist der Leune? Vielleicht muss man auch hier nach unten ausweichen. Das kann auch sein. Okay. Wenigstens nicht getroffen worden. Weißt du? Wenigstens nicht getroffen worden. Und da überrennt er mich schon wieder. Und er, der andere Drecksack, überrennt mich auch. Nein, das ist so unfair, Mann. Was ist das für eine Scheiße? Warum? Es ist so ein unfassbarer Bullshit, diese Mission. Wir müssen die auf jeden Fall irgendwie trennen, weil zwei auf einmal geht nicht. Das funktioniert nicht. Ich kann nicht 10.000 Sachen gleichzeitig ausweichen. Er steckt hier jetzt schon wieder irgendwo fest. Er hängt sich hier an drei Bockblins auf. Ja, das sind vier, ich kann zählen, nur... Scheißegal, wie viele Bockblins es sind, man kann da einfach dran vorbeirennen. So. Hä? Was? Moment mal, ich kann ihn hier rüber locken und dann... Und dann einfach darüber oder was? Aufgepasst.
Gut, ich habe ihm das zwar gerade ins Maul geböllert. Aber es juckt anscheinend echt nicht. Na gut. Und er hier. Was willst du denn hier? Komm doch mit! So. Nein, das kann es nicht sein, Mann. So. Weg mit dem Quatsch. Hier. Hör auf, den da. Hör auf, den zu fokussieren. Ja, jetzt zieht er Spacken mir wieder Herzen ab. Ja, schön. Boah, es ist so unfassbar nervig. Was soll man dagegen denn tun, Mann? Was soll man denn tun gegen diesen Scheiß? Hau da jetzt ab, Lidon. Ich schwöre, ne? Er braucht immer so lange, um irgendwas zu tun. Es ist so nervig. So. Gehen wir wieder hier runter. Er steckt da jetzt fest, okay. Zum Teufel, Mann. Ja, komm, mach das Tor jetzt einfach zu, oder was? Ja, cool. Ja. Mann, mit Sidon zu spielen ist so nervig. Es ist so ein Scheiß. Ich glaube, ich werde mit dem Leunen, also mit dem, auf den wir gleich treffen, werde ich nach unten gehen oder ich werde dem anderen einfach entgegengehen. Ich weiß es noch nicht. Ich muss das mal austesten, was besser ist. Wenn man nur den einen Leuen besiegen muss, dann werde ich ihm ihn mit nach unten nehmen und den dann einfach versuchen, so schnell wie möglich zu machen. Aber wenn man beide machen muss, dann werde ich dem einen entgegengehen, den wir am Anfang getroffen haben. Ja, natürlich. Natürlich unfassbar fair, wenn man hier nicht ausweichen kann, klar. Okay, man kann da auch durch die Flammen springen. Gut. Ich würde hier gern runter. Können wir hier runter? Da rennt er mit. Ich glaube, der rennt mit Full Speed hier hin, ne? Der scheiß Leune. Au. Ich würde trotzdem gern hier runter. Folgt er mir? Ja, da kommt er.
Scheiße! Warum macht das so viel Damage? Das ist so unfair. So. Das haben wir. Eismodul. Jetzt Bombenmodul. Ja, ja, das war echt scheiße. Ja, es ist Bullshit. Das ist richtig fetter Bullshit. Ich weiß aber auch manchmal nicht, was Sidon macht. Einfach. Weißt du? Man drückt ausweichen. Es bringt nichts. Er macht diese Ausweichbewegung. Nö, zählt jetzt nicht. Pech gehabt. Aber wenn man direkt in ihm drin steht und dann ausweichen drückt, ja klar. Das zählt dann natürlich. Das zählt. Weißt du? Man wird von der Scheißattacke getroffen. Aber du hast B gedrückt. Das ist nervig. Und vor allem, ich bin ja gebufft wie sonst was. Ich mache 7% mehr Schaden und krieg 12% weniger Schaden oder irgendwie sowas. Gut. Ja, schön. Nein. Also ihm entgegenspringen. Ihm entgegenspringen ist der Schlüssel. Wenn er diesen... Ah, nein! Bitte, Sidon! Wenn er diesen dummen Move macht, wo er auf einen zurennt, muss man ihm entgegenspringen und dann springt man hinter ihn. So, das werde ich jetzt ignorieren. Ich möchte, dass er zu mir läuft. Ganz genau. Komm halt her. Dann können die hinten, die da hinten sich mit dem anderen Leuen beschäftigen, während ich den hier platt mache. Und, ah nein, das kann's nicht sein, Mann. Der scheiß Joy-Con funktioniert schon wieder nicht vernünftig. Ich raste hier aus. Scheiße. Er braucht so lange, um alles zu machen. Und es geht so auf die Eier. Und ich werde jetzt... Wo ist er? Da. Direkt neben mir. Und ich sehe ihn nicht. Ich werde jetzt auf den
Controller wechseln. Und den, die Joy-Cons. Dem nächsten Mal wegschicken. Oder den roten. Besser gesagt, den roten Joy-Con werde ich wegschicken. Gut, wisst ihr was? Ich kann hier jetzt in-game nicht die Steuerung wechseln. Also würde ich sagen, wir beenden jetzt erstmal hier den Part. Wir machen dann ab nächsten Part hier weiter. Ich probiere es dann noch 2-3 Mal. Dann machen wir noch die Mission, die da neu erschienen ist. Und dann machen wir wirklich endlich mit der Story weiter. Dann werden wir diese Mission, wenn ich die nicht hinbekomme, werde ich die erstmal hier liegen lassen. Und werde die dann irgendwann später machen, wenn Sidon richtig fett gebufft ist. Aber ich weiß nicht, ich krieg den Scheiß hier gerade nicht hin. Wie dem auch sei, vielen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls euch der Part trotzdem gefallen hat, obwohl der eigentlich echt für die Tonne war. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis demnächst und ciao.